Hallo und herzlich willkommen bei Sportsgeist Heilbronn. Heute geht es um das Thema Halluzinationen, Psychosen, Derealisationsstörungen, Depersonalisationsstörungen, bipolare Störungen, schizoaffektive Störungen und zum Teil auch um Angst- und Panikattacken, die ja auch nochmal eine klassifizierte Störung sind, zumindest nach dem ICD-10-Code. Was haben all diese Störungen gemeinsam? Sie werden in der Medizin als auch gesellschaftlich als Krankheiten der Psyche gesehen. Das heißt, dieser Mensch hat ein gesundheitliches Problem. Warum er das hat, das wissen eben in den allermeisten Fällen die Menschen selbst nicht. Die Medizin weiß es aber überraschenderweise auch nicht. Und demnach gibt es dann eine gewisse Therapie, die auch wiederum eine erdachte Sache ist, die man sich mal vor über 100 Jahren ausgedacht hat, die zwar immer wieder im Wandel ist, aber sie baut eben immer auf einer These auf, diese Therapie, weil es neurologisch gesehen und auch von den Hirnforschungen her gesehen keine Erkenntnisse darüber gibt, wie das Ganze denn entstehen mag im Gehirn, in der Psyche. Es gibt, wie gesagt, Thesen, die erklären, wie das Ganze zustande kommen könnte. Es gibt aber keine wirklichen Belege dafür. Es gibt Annahmen und diese Annahmen setzt man eben voraus und hat dadurch dann einen kompletten neuen Krankheitsbereich geschaffen. Und dieser Krankheitsbereich wird natürlich auch durch verschiedenste Medikamente so gesehen behandelt. In diesem Video soll es nicht um irgendwelche Behandlungsmöglichkeiten gehen, soll es auch nicht darum gehen, wo das Ganze denn überall herkommt. Das werde ich aber trotzdem im Verlauf des Ganzen klären, bloß eben nicht so, wie der ein oder andere sich das jetzt denken mag. Es soll darum gehen, dass aus meiner Sicht und auch aus der Sicht von einigen anderen diese Krankheiten gar keine Krankheiten sind. Und das ist eine These, die ich versuchen werde, durch verschiedenste Denkmodelle und eben auch Argumentation meinerseits vorzubringen. Und ich habe mich in den letzten 10 Jahren mit diesen psychischen Störungen sehr stark auseinandergesetzt. Was in den letzten, sagen wir mal, 6 bis 8 Monaten bei mir dazu kam, war ein sehr, sehr großer Erkenntnisgewinn bzw. ein Zweifel, der in mir selber durch meine Intuition gestreut wurde. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, ist das denn wirklich eine Krankheit? Ist das denn wirklich ein Zustand, nur weil er außerhalb der gesellschaftlichen Norm ist und nicht 90% das Ganze aufweisen, wirklich eine Krankheit? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das Ganze mit einer Krankheit gar nichts zu tun hat. Ich habe vor ein paar Tagen mir ein Buch gekauft und dieses Buch handelt eigentlich von Bewusstseinserweiterung. Es geht da vor allem darum, dass wir Menschen immer nur im assoziativen Denkstil arbeiten. Das heißt, alles, was wir im Alltag machen, um im Alltag auch überhaupt voranzukommen, funktioniert nur durch assoziatives Denken. Das ist auch gleichzeitig so gesehen das logische Denken, das analytische Denken. Alles das, was eben damit einhergeht, sind Dinge, die man sehen kann, Dinge, die man anfassen kann, Dinge, die man hören kann und Dinge, die entsprechend in irgendeiner Weise wahrnehmbar sind. Und dann habe ich so gesehen daraus einen Sinneseindruck, der in Wirklichkeit kein Sinneseindruck ist, sondern ein Sinnesausdruck und habe dann wiederum die Verknüpfung dieser Sinneseindrücke und daraus entsteht mein Denken. Kleines Beispiel an dieser Stelle. Wenn ihr jetzt beispielsweise unterwegs seid auf der Straße und es kommt jemand von rechts aus einem Hof, von einem Haus raus, und an der ganzen Seite der Straße entlang stehen Autos und ihr seht da jemanden, der rauskommt, in seine Hose greift und einen Schlüssel herausnimmt. Und dann stoppt so gesehen das Bild und jeder hat im ersten Moment den Gedanken, der holt da jetzt seinen Autoschlüssel raus, macht das Auto auf, steigt ein und fährt irgendwo hin. Genau das ist das assoziative Denken. Das heißt, ihr verknüpft das, was ihr seht und das, was ihr normalerweise kennt, damit, was so gesehen geschehen wird. Ob das jetzt
das ist, was tatsächlich geschehen wird, das interessiert die allerwenigsten. Denn wenn das eben mal nicht passiert und beispielsweise derjenige dann aus der linken Hosentasche beispielsweise eine kleine Schaufel auspackt, einen Klappspaten oder eine Axt und anfängt, die Scheiben zu zerschlagen von diesem Auto und dann eben das Auto kurz zu schließen, weil es ein sehr altes Auto ist und damit wegfährt, dann seid ihr sehr, sehr überrascht, seid teilweise im Schock und wisst gar nicht mehr, was denn da gerade abgelaufen ist. Und warum? Weil ihr nur mit diesem assoziativen Denken durch euren Alltag lauft. Das heißt, ihr habt nur das und wenn ihr davon abweicht, beziehungsweise wenn so gesehen das, was geschieht, davon abweicht, dann wisst ihr gar nicht mehr richtig, was denn das jetzt war. Und das beschreibt sehr, sehr gut, dass das assoziative Denken uns als Menschen sehr, sehr stark beherrscht. Und dieses assoziative Denken ist aber ein Denken, was wiederum wir sehr stark nutzen im Alltag, uns aber sehr stark einschränkt. Denn wir haben dadurch eben immer nur das, was wir auch so gesehen wahrnehmen. Wahrnehmen mit unseren Sinnen. Alles das, was eben noch existent ist, was wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können, weil es das assoziative Denken entsprechend verbietet, haben wir keinen Zugang dafür. Dafür gibt es, und das ist der Hauptgegenstand dieses Buches, eben das dissoziative Denken. Und das dissoziative Denken ist genau das wiederum, was wir brauchen, um eben in der Bewusstseinsebene weiter nach oben zu kommen. Warum? Weil wir uns dann eben genau von diesen analytischen Denkweisen lösen und viel mehr Bewusstsein auch zulassen. Und dann kommen wir eben genau zu diesem Thema, welches ich am Anfang erklärt habe. Das heißt, die ganzen psychischen Störungen. Beispielsweise bei den Halluzinationen ist es ja so, dass Menschen etwas wahrnehmen, was für alle anderen Menschen in dem Moment nicht da ist. Beispielsweise, sie sehen einen Menschen, der jetzt gerade über die Straße geht, obwohl da niemand über die Straße geht. Jetzt sagen ja alle im Volksmund und in der Medizin, das bildet der sich ein, das ist durch eine entsprechende Verknüpfung, durch eine entsprechende Störung im Gehirn selber, dann ein Sinneseindruck, der entsteht, der dann falsch verknüpft wird und daraus entsteht dann diese Halluzination. Das Ganze kann organisch bedingt sein oder kann durch Medikamente erzeugt werden sein, etc. etc. Hierbei werden dann verschiedenste Gründe angegeben, die das Ganze erklären sollen. Was wäre denn aber, wenn hier tatsächlich jemand über die Straße geht und nur diese Person das sieht, weil sie in einem viel höheren Bewusstseinszustand ist? Demnach auch Menschen sehen kann, die eben nicht mehr so gesehen in der Realität sind, in der eben du gerade bist oder jemand anderes ist. Das heißt in einer höheren Bewusstseinsebene. Wenn man das von dieser Sichtweise her betrachtet und man sich auch vor allem mal anschaut, dass es für all diese psychotischen oder generell psychischen Erkrankungen Erklärungen gibt, die das Ganze wiederum eben sehr plausibel darstellen, dann kommt man sehr schnell zu dem Schluss, dass eventuell alles das, was als krankhaft bezeichnet wird, nur weil wir assoziatives Denken benutzen, gar nichts mit Krankheit zu tun hat. Wir gehen weiter zum Thema Persönlichkeitsstörungen, beispielsweise schizoaffektive Störungen mit Anlegung von so gesehenen mehreren Persönlichkeiten. Jemand, der beispielsweise mit sich selber spricht und dann auch äußert, da gibt es jemanden, mit dem ich da rede, der hat den und den Namen und der hat gerade dies und jenes zu mir gesagt. Dann sagt jeder, das ist krankhaft, das gibt es nicht. Dadurch, dass ich das nicht habe und 95 oder 98% der anderen Menschen auch nicht, kann das nicht normal sein. Wie wäre es denn, wenn du dir das Ganze so erklären würdest, dass dieserjenige schlichtweg einfach die Realitäten wechseln kann? Was meine ich damit? Jeder Mensch hat den Zugang zu mehreren Realitäten, wenn er das Bewusstsein dafür hat. Ganz einfache Erklärung, jeder Mensch macht das auch, bloß nimmt es bewusst nicht wahr. Wenn du jetzt in deiner Realität bist und den ganzen Tag beispielsweise bei der Arbeit verbringst und dich dann abends schlafen legst
und träumst, dann bist du in einer anderen Realität. Das gehört genauso zu deinem Leben wie der normale Alltag in dieser Realität. Und dadurch hast du eben immer den Sprung in eine andere Realität, während du schläfst. Du kehrst da wieder drauf zurück, auf deine andere Realität, wenn du wieder aufwachst. Jetzt stell dir mal vor, dass genau bei diesem Menschen, der diesen Bewusstseinszustand hat und dafür nicht träumen muss, auch in der Realität wechseln kann und sich entsprechend als andere Person wahrnimmt. Das heißt, in dem Moment, in dem er dir von jemand anderem erzählt, ist er selber gemeint, jedoch weiß derjenige das selbst nicht, weil er auch hier das Bewusstsein, das heißt die Denkweise dafür nicht hat, um das wiederum zu verstehen. Ich gebe dir ein anderes Beispiel, Thema Realitäten. Wenn du jetzt beispielsweise dich entscheiden sollst, ob du jetzt heute den Apfel isst oder ob du heute die Birne isst, dann gibt es immer eine Realität, in der genau das Gegenteil gemacht wird. Warum? Weil diese Entscheidung immer ihre Konsequenz und Folge hat. Das heißt, das, was du machst, hat immer eine Auswirkung auf deine Realität. Und damit auch auf eine Realität, die eben nicht in deinem Bewusstsein liegt. Das heißt, in einer anderen Realität entscheidest du dich beispielsweise für die Birne und nicht für den Apfel. Hier nochmal ein Verständnisbeispiel. Ihr kennt es bestimmt. Ihr habt etwas an einen bestimmten Ort gelegt. Beispielsweise den Schlüssel, der ja gerne dann mal verlegt wird, den man nicht mehr findet. Ihr habt den Schlüssel beispielsweise jetzt auf einen Tisch gelegt, bei dem ihr zu 100% davon ausgeht, dass dieser dort auch liegen muss. Ihr seid in der ganzen Wohnung unterwegs, habt den Tisch mindestens schon 5-mal abgesucht und wundert euch, warum dieser Schlüssel dort nicht ist. Dann verlasst ihr das Haus, weil ihr entsprechend zu euren Eltern wollt, die noch einen Ersatzschlüssel haben, weil ihr ja einen Ersatzschlüssel braucht und die Eltern vielleicht nicht herkommen können. Ihr kommt wieder zurück mit diesem Ersatzschlüssel, öffnet die Tür, geht zum Tisch und auf einmal befindet sich der Schlüssel genau dort auf dem Tisch, wo ihr ihn mindestens 5-mal gesucht habt. Ist das jetzt eine Einbildung, die ihr hattet? Ist das jetzt ein Zustand von Verwirrung, der bei euch stattgefunden hat? Oder handelt es sich hierbei schlichtweg um den Wechsel von einer Realität in die andere Realität? Denn der Wechsel hat davor stattgefunden. Das bedeutet, du konntest dich noch ganz genau erinnern, dass du den Schlüssel dort abgelegt hast. In der Zwischenzeit bist du aber in eine andere Realität gewechselt, ohne dass dir das bewusst war. Und hast dann wiederum, ja, in der anderen Realität den Schlüssel dort nicht gefunden, weil er in dieser Realität eben nicht dort lag oder es in dieser Realität diesen Schlüssel gar nicht gibt. Und das wechselt wiederum, wenn du das Haus oder die Wohnung wieder betrittst und du dann wieder in der anderen Realität angekommen bist und dann auch den Schlüssel wieder auf dem Tisch findest. Die Realität hat dann aber nichts mit deiner Wohnung zu tun, sondern hat ganz alleine damit was zu tun, dass du das immer wieder so machst, aber das bewusst einfach nicht wahrnimmst. Das heißt, auch hier kann man wieder argumentieren und erklären, dass diese Menschen mit schizoaffektiven Störungen schlichtweg keine Störung haben, keine Krankheit haben, sondern sie wechseln in ihren verschiedensten Realitäten immer wieder hin und her, nehmen das wahr, was du zum Beispiel nicht kannst, können aber aufgrund der Stigmatisierung von der Medizin, von der Gesellschaft, das einfach nicht deuten und bewusst sich erklären, weil dieses bewusste Erklären nicht mit dem assoziativen Denken funktioniert, sondern nur mit dem dissoziativen Denken. Das heißt, diejenigen befinden sich in dem Moment eben in einer Opferrolle. Diese Opferrolle schafft es nicht, dir zu verklickern, dass das Ganze ein Bewusstseinssprung ist durch einen entsprechenden Wechsel der Realität. Und das erklärt dann, warum diejenigen darunter natürlich auch leiden. Denn egal, was ich habe als Mensch,
jedes Mal, wenn ich mich in der Opferrolle befinde, habe ich eben immer einen leidenden Charakter. Das heißt, ich leide darunter durch mich selber, durch andere, die einfach nicht mehr so gut auf mich zu sprechen sind, ich vielleicht auch keine Arbeit mehr bekomme. Und dann kommt natürlich all das dazu, was dann von der entsprechenden Medizin gemacht wird, durch Medikamente, die natürlich ermöglichen, dass es demjenigen dann noch schlechter geht. Das heißt, wenn wir dieses ganze Thema einfach mal ganz anders betrachten, dann sind das jedes Mal Menschen, die einfach ein viel höheres Bewusstsein haben, aber dieses Bewusstsein selbst nicht richtig interpretieren können. Das heißt, die schwingen viel, viel höher, haben dadurch eben Begegnungen aus der Astralwelt, bedeutet mit Geistern. Zum Beispiel, das war das Beispiel am Anfang mit dem Mann, der über die Straße geht, den es gar nicht gibt scheinbar, weil alle anderen Menschen ihn nicht sehen. Und dann das Ganze als krankhaft abgestempelt wird. Denn die Medizin hat ja generell gar kein Interesse daran, diese Sichtweisen überhaupt sich mal anzuschauen, weil alles das, was ja nicht sichtbar ist, ist ja nicht existent. Bloß lustigerweise ist es so, dass man hier eben auch Unterschiede macht. Denn beispielsweise, wenn es um das Thema Strahlen geht, da ist für die Wissenschaft klar, dass es das alles gibt, weil das ist ja untersucht worden, aber komischerweise sehen wir ja trotzdem diese Strahlen nicht. Dennoch sind sie jeden Tag vorhanden. Da macht man Ausnahmen, da verlässt man das assoziative Denken und hat nicht dann irgendwo die Zweifel, dass es das gar nicht geben mag. Und das ist eben genau das Problem bei der ganzen Geschichte. Und ich habe diese Erklärung von mir aus schon, wie gesagt, vor 6 bis 8 Monaten gehabt und habe das Ganze dann auch entsprechend immer wieder überprüft an verschiedensten Krankheitsbildern, wo es denn eine Erklärung dafür gibt, was denn da dahinter stecken könnte, und habe das dann genauso 1:1 wieder in dem Buch gefunden, welches ich gelesen habe, in dem es eigentlich vordergründig gar nicht um irgendwelche psychischen Erkrankungen gehen soll, sondern darum, wie man durch dissoziatives Denken sein Bewusstsein so erweitern kann, dass man eben ans Ende der Matrix kommt. Ich weiß, dass dieses Thema vielleicht sehr, sehr verstörend ist für den einen oder anderen, weil er natürlich nur assoziativ denkt und sich so etwas gar nicht vorstellen kann und auch gar nicht versteht, warum das denn so sein soll. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, was du davon hältst, von dieser Sichtweise, von dieser Denkweise. Hältst du das für sinnvoll, dass das Ganze schlichtweg nichts mit einer Krankheit zu tun hat, sondern mit einer höheren Schwingung, die ein höheres Bewusstsein so gesehen schafft, diejenigen aber das selber gar nicht wahrnehmen können, weil sie selber assoziativ denken, aber verschiedenste Umstände dazu führen, dass sie eben immer wieder in einen höheren Bewusstseinszustand kommen und dass das Ganze eben nichts mit einer wirklichen Krankheit zu tun hat. Natürlich gibt es auch Medikamente, die diesen Bewusstseinszustand auslösen können. Das stelle ich gar nicht in Frage. Aber generell wird das Ganze ja dann trotzdem, selbst wenn es medikamenteninduziert ist, als krankhaft bezeichnet. Es würde mich sehr, sehr interessieren, was du von dieser Thematik hältst, weil ich glaube, dass der ein oder andere bestimmt mit dieser Thematik auch etwas anfangen kann und vor allem auch mit der Erklärung, die ich versucht habe, euch zu vermitteln. Lass es mich wissen in der Kommentarsektion unter dem Video, würde mich sehr, sehr freuen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und dir einen Mehrwert geboten hat, dann würde ich mich auch hier über einen Daumen nach oben freuen. Und solltest du Freunde und Bekannte haben, die dieses Thema auch interessiert, vielleicht weil sie selber betroffen sind, dann teile diesen Personen doch bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent meines Kanals sein, dann hol es doch bitte jetzt einmal nach, um täglich neue Videos zum Thema Gesundheit von mir zu erhalten. Und ganz wichtig, wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neu hochgeladene Video von mir auch angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar Bieder.